Nintendo hat uns heute zum Basteln eingeladen und zwar wurde uns hier heute Nintendo Labo vorgestellt. Das sind die kleinen Pappkartons und Pappfiguren, die du mit deiner Nintendo Switch kombinieren kannst. Und wie das funktioniert, ob das gut funktioniert und was du alles damit anstellen kannst, das haben wir für dich jetzt. Das Bauen ist tatsächlich kinderleicht, weil man kann sich auf der Switch so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung angucken, wie es genau funktioniert. Und die kann man sogar zurückspulen, vorspulen, man kann sich das Modell sogar drehen, wenn man möchte. Also da bleiben keine Fragen offen. Was die Spiele bzw. die Software zu den Modellen angeht, ist nicht nur das ganz Offensichtliche dabei, also zum Beispiel, dass man das Auto eben steuern kann mit der Switch, sondern man entdeckt immer wieder nette Überraschungen. Beim Auto zum Beispiel kann man durch die Infrarotkamera auch das Auto dazu bringen, dass es der Hand einfach folgt. Wie lange es dauert, so ein Modell zu basteln, hängt tatsächlich komplett von dem Modell ab. Also unser Auto, das haben wir in, ich würde mal sagen, grob geschätzt, naja, maximal 15 Minuten zusammengebastelt. Wenn man weiß, wie es geht, dann schafft man das wahrscheinlich sogar in 5. So ein Klavier hier oder das Motorrad, was ich mal versucht habe, das nimmt schon wesentlich mehr Zeit in Anspruch. Also das kann mehrere Stunden dauern tatsächlich. Dazu sagen, das ist leider alles nicht ganz so stabil. Es ist eben nur aus Pappe. Zum Beispiel beim Klavier kleben manchmal so zwei Tasten aneinander. Das heißt, du kannst da nicht ganz so sauber spielen, aber es funktioniert auf jeden Fall. Das Ganze ist ja hier aufgeteilt in Bauen, Spielen und Entdecken. Ich finde aber schon, das Spielen geht hier nahtlos ins Entdecken über. Dadurch, dass man überall diese Kleinigkeiten findet, dass man alle Modelle eigentlich auf unterschiedlichste Varianten nutzen kann, ist schon das eigentliche Spielen Entdecken. Bei Nintendo Labo könnt ihr auch programmieren und kreativ werden. Kinder können da schon kleine Entwickler werden. Nintendo will uns immer noch nicht verraten, ob und zu welchem Preis es Ersatzkartons geben soll. Man verweist uns darauf, dass man die Schablonen aufheben soll und sich daraus dann eventuell selbst Ersatzteile basteln kann. Nette Idee, aber ich glaube, in der Praxis wird das gerade bei den komplexeren Formen wirklich eine Frickelarbeit. Was mir noch so ein bisschen Sorgen macht, ist die Haltbarkeit der Geräte. Also wir haben zum Beispiel das Klavier halt ausprobiert, da waren manche Tasten schon etwas locker. Ich weiß jetzt nicht, ob das daher kam, dass es einfach falsch zusammengebaut wurde oder ob tatsächlich das daher kam, dass heute halt alle drauf gespielt haben. Da bin ich mal gespannt, wie lange so ein Pappgerät hält. Insgesamt ist Nintendo Labo schon ziemlich cool. Das Spielen macht Spaß, das Basteln macht Spaß.
Manchmal ist die Steuerung leider noch ein bisschen schwammig. Dafür liegt das Hauptaugenmerk für mich jetzt aber auch mehr auf dem Entdecken und auf dem selber Kreieren. Das wird auf jeden Fall nochmal was richtig Spannendes. Was haltet ihr von Nintendo Labo? Werdet ihr euch den Pappkarton bzw. die Pappfiguren holen oder ist das Ganze eher nichts für euch? Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da oder vielleicht auch einen netten Kommentar. Ansonsten verabschiede ich mich. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter basteln. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.